So, ich hoffe, ich habe dran gedacht, das rauszuschneiden. Ich habe nämlich gerade einen ziemlich heftigen Hustenanfall gehabt. Ich meine, dass das hier irgendwo war. Genau, hier war dieser komische Typ. Steinhardt, da ist er doch. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Kate, wie laufen die Vorbereitungen mit dem Kapitän? Wir kommen voran, aber wir brauchen die Hilfe Ihres Großvaters. Ist er hier? Er ist gerade mit dem künstlichen Bein für Kirk zur Klinik aufgebrochen. Ich passe so lange auf den Laden auf. Vielleicht kann ich helfen? Die Situation erklären. Ja, wir erklären erstmal die Situation. Vielleicht hat der Kapitän den Zündschlüssel der Kristall verlegt und ohne den können wir nicht los. Und da Ihr Großvater die Kristall entworfen hat, dachte ich, er hat vielleicht einen zweiten. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wo einer sein könnte. Außer dem Modell unten bewahrt er nicht viele Souvenirs aus der Zeit auf, als er die Kristall baute. Dürfte ich vielleicht mal nachsehen? Natürlich, hier nehmen Sie das. Damit können Sie das Modell aus der Nähe ansehen. Okay. Inspizieren Sie das Modell der Kristall. Ja, dann gehen wir doch mal direkt nach unten. Nein? Hallo, du sollst nach unten gehen. So, die haben wir ja schon mal gesehen, als wir hier durchgegangen sind. Hier. Da stand nämlich auch schon Puzzle drauf. Okay, dann können wir jetzt das Ding hier benutzen, nehme ich mal an. So, so viel zum leichten Teil. Und jetzt, meine Maus ist schon wieder auf dem anderen Bildschirm. Was können wir jetzt hier machen? Okay, hier kann man anscheinend zahlen. Hier kann man anscheinend was drehen, aber keiner weiß, wo das gut ist. 10. Halb. Ah, es ist aber schwer, die genau zu treffen, muss ich sagen. Ja, gut. Okay, da können wir jetzt erstmal noch nichts mit anfangen. Da waren aber zwei Punkte drauf, ne? Was ist das hier? Nee, das ist das Gleiche. Toll! Ja, toll. Genau, was ist das? Die Kristall. Fähre nach Barandur. Nach genau 2 Jahren und 88 Tagen Arbeit wurde dieses 60 Meter lange Industriejuwel von Bürgermeister Peter Bulliakine eingeweiht und erforderte ständigen Support durch mehr als 80 Automationsarbeiter. Zur Jungfernfahrt dieses Meisterstücks kommentiere sein Schöpfer Simon Steiner. Wenn ich zusammenfassen sollte, würde ich Ihnen sagen, dass es zur Überwindung der Schwierigkeiten, die ein solches Unterfangen zwangsläufig mit sich bringt, immer gut ist, gewisse Trümpfe zusammenzuzählen, die man im Ärmel hat und nötigenfalls auch um die Ecke denken zu können. Okay. Weise Worte, die zweifellos auch in 30 Jahren noch ihre Gültigkeit haben werden. Irgendwie sagt mir irgendetwas, dass das wohl mit dem Rätsel zu tun hat. Ich versuche mir hier gerade ein Blatt rauszuholen. Scheitere aber gerade kläglich daran. So, was haben wir denn hier? Bevor ich jetzt hinten auf die Zahlen gucke. Nach genau 22 Jahren und 88 Tagen. Ich schreibe am besten mal Jahre, Tage, nicht, dass das irgendeine Bedeutung hat. Wollte dieses 66 Meter lange Industriejuwel durch mehr als 80 Arbeiter. Okay, das andere. Ja gut, 80 Arbeiter. Weiß ich nicht, ob das jetzt dazugehört. Ähm.
Wenn ich zusammenfassen sollte, also zusammenfassen, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeine Bedeutung hat, würde ich Ihnen sagen, dass es zur Überwindung der Schwierigkeiten, das wird wahrscheinlich ein Rätsel sein, die ein solches Unterfangen zwangsläufig mit sich bringt, immer gut ist, gewisse Trümpfe zusammenzuzählen. Okay, zusammenzählen. Nötigenfalls auch um die Ecke denken zu können. Zweifellos auch in 30 Jahren. Also, ich habe keine Ahnung, was davon jetzt richtig ist. Ja. ...2288. Also die können wir alle nicht einstellen, meine ich, ne? Ich muss mir das nochmal eben angucken hier. Toll! Nein! Ach, Mann. Also, 22 Jahre haben wir nicht. 88 haben wir auch nicht. 66 haben wir auch nicht. Dann ist wohl doch das mit den 80 Arbeitern relevant. Und mit den 30 Jahren. Aber ich denke mal nicht, dass man nur zwei Sachen eingeben muss. Ich denke mal, dass ein Code immer aus drei Sachen besteht. Zusammenzählen. Wenn wir die Jahre und die Tage zusammenzählen, kommen wir auf 100, ne? 12 Jahre und 88 Tage. Kommen wir auf 100. Ist jetzt nur noch die Frage, in welcher Reihenfolge wir das Ganze machen müssen. Also, wir könnten einmal auf 100 gehen. Da passiert nichts. Es kann natürlich sein, dass das nach und nach sein muss. Dann von der Reihenfolge wäre 80 das nächste. Boah, komm schon. Ja, der ist jetzt auf 90 gegangen, oder? Moment, wir gehen hier erstmal komplett. Irgendwas muss doch bestimmt passieren. Kann ich jetzt hier rein? Irgendwas muss doch bestimmt passieren, wenn wir da drauf gehen. Oder es passiert halt erst nach dem ersten Mal. Das ist halt das, was ich nicht weiß. Jetzt ist das auf anderthalb. Könnten es aber mal ausprobieren, dass wir erstmal alles wirklich machen. Was nebenbei bemerkt, tierisch schwer. Oh, Moment. 30 kommt als erstes. Okay. 30 kommt als erstes. Ich gehe nochmal eben. Ach, 60 Meter langes. Oh, ich habe 66 aufgeschrieben. Oh, oh, okay. Okay. Boah, dann ist jetzt die Frage. Also wenn wir mit 30 anfangen, müssten wir ja quasi von hinten die Informationen nehmen. Das heißt, jetzt ist er aber wieder zurückgesetzt, glaube ich, oder? Das heißt, wir müssten dann mit 30 anfangen. Ist er nicht, oder ist er jetzt erst zurückgesetzt? Ach toll, ich dachte, der wäre schon zurückgesetzt. So, mit 30 anfangen. Von hinten gesehen würden dann die 80 Arbeiter als nächstes kommen. Ich hoffe, ich komme da hin. Hallo? Nein! Oh, jetzt ist er auf 90 gegangen. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich begreife es nicht, dass das so schwierig ist, das zu treffen. So, 30. Was habe ich gesagt? 80. Dann wären die 60 Meter. Nein, nicht 50. Och mein Gott.
Oh, ich hasse es. Dass man das aber auch nicht vernünftig machen kann. Also 30. Was habe ich gesagt? 80. So, und jetzt geh bitte auf die 60. Ich weiß nicht, ob du das Letzte bist oder... Boah, oder ob wir noch eine Zahl machen müssen. Okay, 60. Und es tut sich nichts. Okay, das ist natürlich scheiße. Okay, wenn wir die ersten zwei zusammenzählen, haben wir dann noch 100, hatte ich, glaube ich, eben gesagt. Darf ich da mal drauf? 100. Tut sich auch nichts. Oder? Ich kann hier dran... Ich kann es anklicken, aber es passiert nichts. Hä? Und ich war mir so sicher, dass es richtig war. Boah, toll. Das muss man aber auch wirklich genau... Mann, jetzt... Ah, okay. Okay, was ist das? Muss man auch was drehen? Dann bewegt sich das Ganze. Kann ich noch was... Moment, da. Ein Zündschlüssel. Aber er ist viel zu klein für die Kristall. Okay. Jetzt haben wir einen Schlüssel, aber der ist zu klein. Können wir denn hier noch irgendwas anderes machen? Achso, hier geht's noch weiter. Boah, ich bin schon wieder auf dem anderen Bildschirm. Mann, was ist das? Jo. Konnten wir doch vorher nicht angucken, oder? Es ist zu lange her, aber... Da kann ich was benutzen. Es funktioniert nicht. Soll ich da einen Schlüssel reintun? Nee, oder? Oh, okay. Ah, das ist ein Schalt... Ah, okay. Da muss ich es wieder zumachen, oder wie... Boah, mach es doch einfach... Ey, ich bin schon auf einem anderen Bildschirm. Mach es doch einfach zu. Mein Gott. Okay. Und jetzt? Was ist das? Oder was kann ich jetzt... Kann ich den... Ja, duplizieren wahrscheinlich nicht. Muss ich ja auch was reintun. Hm. Damit kann ich wahrscheinlich drehen. Moment, unten lag doch noch irgendwas. Was ist das? Schlüsselrohling. Ah, okay. Dann können wir den jetzt wahrscheinlich auf die andere Seite reintun. Ich hoffe, dass ich den jetzt überhaupt richtig rum hier reintue. So. Das muss ich anscheinend nicht zumachen. Okay. Na komm. Boah, ist das... kompliziert hier. So. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie groß der Schlüssel war, wenn ich jetzt ehrlich bin. Jetzt habe ich den schon... Ich gehe mal einfach von oben nach unten runter, keine Ahnung. Ich meine, sie hat 200 gesagt, aber ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht sicher. Achso, damit kann man ziehen? Ich probiere das einfach von oben nach unten. Weil 0 ist das Unwahrscheinlichste. Deswegen werden wir irgendwann mal da ankommen. So. Ich meine aber wirklich, sie hätte gesagt, der ist 200. Das mit der Kopie hat funktioniert. Aber ich habe den Eindruck, sie hat nicht die richtige Größe.
Also, dass sie gesagt hat, der ist halb so groß oder irgendwas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Hat nicht die richtige Größe. Okay, also 250 scheint nicht richtig gewesen zu sein. Aber gut, das war mir von Anfang an schon klar, dass das erste garantiert jetzt nicht das Richtige ist. Dementsprechend, wie gesagt, machen wir es jetzt so. Das ist nur lästig, immer mit dem Reinklicken und so. Dass wir einfach von oben nach unten gehen. So, dann schließen wir das jetzt. Ja, schließ es doch einfach bis zum Ende. Mein Gott, ist doch nicht so schwer. So. Machen wir das jetzt auf 200. Das an. So. Ja? Es hat funktioniert. Oh, das ging jetzt aber schneller, als ich dachte. Also hatte Steiner genug Zeit, die Prothese fertigzustellen. Perfekt. Ach so, okay. Sonst können wir hier aber, denke ich mal, nichts machen. Ich weiß nicht, ob wir die Kurbel jetzt noch zurückgeben müssen, aber ich denke mal, die kriegen wir da jetzt auch nicht mehr raus. Gut, ist halt, ne? Normalerweise gibt man die Sachen ja wieder zurück, wenn man sie einmal benutzt hat. Aber ist halt ein Point-and-Click-Adventure. Ja, da sind die Leute nicht ganz so freundlich. Nein, das will ich jetzt nicht gesagt haben. Können wir mit ihr nochmal sprechen? Keine Sorge. Sobald Großvater mit Kirk zurückkommt, sage ich ihnen, dass sie gleich zu ihnen auf die Kristall gehen sollen. Das ist nett, danke schön. Aber den Schlüssel habe ich mir jetzt mittlerweile selber hergestellt. So, perfekt. Ich habe jetzt eine ganze Folge lang gebraucht, um diesen Schlüssel herzustellen. Ja, sagen wir jetzt mal nichts zu. Gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Darf's gerne... Ach, der schmierige Typ hier aus der Straße ist weg. Kann das sein? Hallo? Da hinten läuft er, okay. Ich habe nichts gesagt. Ich bin ja immer noch total fasziniert von dieser 3D-Optik in diesen Point-and-Click-Adventure. Also ganz ehrlich, allein für die Optik lohnt es sich schon, ja, wirklich das Geld für dieses Spiel auszugeben. Also ich bin so fasziniert irgendwie von diesem Spiel. Ich kann es immer nur nochmal betonen oder so. Also ich kann es wirklich nur betonen. So, hier, glaube ich, kann man rein, oder? Hallo? Wo bist du? Mädel. Wieso geht jetzt... Ach, hier. Da, okay. So, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt noch schnell den Schlüssel abgeben können. Oder wir gehen... Ja, das Problem ist... Ich weiß jetzt natürlich nicht, was passiert. Hier wird nämlich auch schon wieder gespeichert. Ich weiß nicht, passiert, wenn wir den Schlüssel abgeben. Wo sind wir denn jetzt schon wieder drin? Von welcher Seite? Komm. Ich habe hier null Orientierung, wenn du hier... Ach komm, geh doch einfach mal ein Stückchen weiter. Ist das denn so schwer? Das, also mit der Perspektive muss ich ganz ehrlich sagen, das ist manchmal so grottig. Weil man läuft jetzt hier im Kreis, obwohl man eigentlich komplett durch hätte laufen können. Hä, wo bin ich denn? Ach so, doch, ich bin doch richtig. Ich wollte schon sagen, also irgendwie... Irgendwie war das jetzt komisch. Naja, komm. Also ich würde sagen, wir hören uns jetzt noch... oder wir hören uns nicht an, was der Captain zu sagen hat. Wo ist er denn jetzt hin? Moment, da ist ein Punkt. Hallo? Gut, dann probieren wir es halt selber aus. Fantastisch, Kate. Das muss man ihnen lassen. Sie sind wirklich gewieft. Nö. Auch wenn es lange gedauert hat. Keine Dummheiten mehr. Das würde ich ihnen gerne sagen. Können wir jetzt los?
Ein letztes Problem müssen wir noch lösen. Ja. Die Schleusen, durch die wir zum See gelangen, sie sind per Beschluss des Rathauses geschlossen. Sie müssen einen Weg finden, sie aufzukriegen. Was schlagen Sie vor? Das Beste ist es, Bürgermeister Buljakin um die Erlaubnis zu bitten, sie wieder zu öffnen. Aber nur, dass Sie es wissen. Er ist so schwer zu packen wie ein nasser Fisch, also Vorsicht. Oder Sie besorgen einfach etwas Sprengstoff und dann... Bumm. Dann versuche ich lieber mit dem Bürgermeister zu sprechen. Danke. Auch ich würde jetzt die Bumm-Variante zu bevorzugen, aber... Naja, sie scheint das ja nicht so sehr zu mögen. Ja, also mit einem Blick auf die Uhr, den ich ja eben schon gemacht hatte, würde ich sagen, dass wir dann hier auch erstmal einen kleinen Cut machen. Irgendwie hatte ich schon im Gefühl, dass wir hier immer noch nicht weiterkommen, auch wenn jetzt alles perfekt aussah. Aber stimmt, jetzt wo er es gesagt hat, er hat ja in irgendeiner der Folgen davor schon mal gesagt, dass die Schleusen noch zu sind. Da war er, glaube ich, noch betrunken oder so, wo er das gesagt hatte. Ja, dann würde ich sagen, dann kümmern wir uns um den Bürgermeister bzw. um die Schleusen in der nächsten Folge und hoffen dann inständig, dass wir dann auch endlich mal weiterkommen. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!